Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Ja, und irgendwie sind wir immer noch nicht fertig. Das heißt, ich werde jetzt hier noch so ein bisschen weiter aufschütten. Aber es ist ja wirklich nicht mehr viel. Ja, da ich natürlich diese Folge fast unmittelbar nach der letzten aufgenommen habe, konnte ich natürlich noch nichts lesen von dem, was ihr dazu zu sagen habt. Weiterhin stelle ich natürlich die Frage: Habt ihr eine Idee, woran es liegt, dass keiner mehr das Minecraft-Let's Play gucken will? Liegt's an mir? Liegt's am Spiel? Liegt's an was weiß ich was? Am Wetter oder sonst wo? Also es ist ein bisschen schade. Na, ich will jetzt nicht hier, keine Ahnung, 10 Millionen Klicks haben, aber wenn ich mir angucke, wie viele Klicks zum Beispiel The Evil Within bekommen hat, klar, es ist ein neues Spiel, alles schön und gut, aber allein daran kann es doch nicht liegen, oder? Ich weiß es nicht. Mache ich euch irgendwie. Ich weiß nicht, ist es nicht aufregend genug, was ich mache? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich sonst. Ich muss mich ja erstmal reinfinden. Ist das vielleicht vielen zu langweilig? Das kann natürlich sein, dass viele schon, was weiß ich, ungespielt, Let's Tuddle und sonst was geguckt haben und sich denken, ey, yo, ja, nein. Dem guckt man jetzt nicht zu, weil der hat ja überhaupt keinen Plan. Aber für viele ist ja genau das der Reiz dann, oder? Ich meine. Meine Let's Plays leben fast von Planlosigkeit. Und nein, ich will mich damit nicht selber fertig machen, das ist einfach nur Fakt. Mich selber fertig machen muss ich nicht, das machen andere, und zwar bei Call of Duty zum Beispiel. Ach ja, nee, da bin ich so richtig schön scheiße. Wollte ich mal so erwähnt haben. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal rein, ist ein Blick wert. Ich verkack's jedenfalls am laufenden Band, so wie sich das gehört für ein Schrinks-Let's Play. Und was ist denn hier? Hoch? Ja, Hallöchen. Was ist da denn los? Oh, ein Turm. Nein, da will ich nicht hin. Aber das Eisen nehmen wir mit. Was ist das denn? Das habe ich vorhin schon mal eingesammelt. Das ist doch voll komisch. Oder ist das Eisen? Sind da teilweise einfach. Sag mal, ist die Textur so komisch? Das sieht immer aus, als wären da Schwerter drin oder so. Liegt das am Texture-Pack? Übrigens immer noch Dragon Dance, ne? Also auch dazu ist natürlich Feedback gefragt. Ich werde es diesen Schub noch mit dem Texture-Pack aufnehmen. Uah. Und dann, wollen wir noch mal sehen, ob ich noch was anderes finde oder ob ich einfach mal wieder aus Specs umsteige oder zurückgehe für eine Weile. Also ich mag es ja gern abwechslungsreich, deswegen werde ich mich da wohl nie auf ein Texture Pack festlegen können. Komischerweise, das Paper Cutout, das kam überhaupt nicht gut an bisher. Also da habe ich eigentlich. Der O-Ton war wirklich irgendwie so, macht das weg. Gut, das war es vielleicht auch wieder ein bisschen übertrieben und falsch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Die zwei Damen werden sich angesprochen fühlen. Das guckt ja sonst keiner, das habe ich ja letztes Mal gesagt. Also eigentlich müsste ich am Anfang nicht mehr sagen, hallo Leute, sondern hallo Katja und Gabi. Ohne jemanden irgendwie zu übergehen, weil zurzeit ist es, glaube ich, echt so. Falls es da noch irgendwen da draußen gibt, der das auch guckt, schreibt mal einen Kommentar, ein kleines Lebenszeichen, das wäre nett, das wäre aufbauend. Wie gesagt, also ihr beiden, das soll nicht heißen, dass es mich aufregt und dass ich eure Kommentare nicht mehr sehen kann oder so ein Blödsinn, aber das wisst ihr ja, sowas würde ich nie sagen. Ihr seid immerhin meine treuesten Zuschauer. Gabi ist fast von Anfang an dabei und Katja ist auch schon ewig dabei. Und ihr haltet mir die Treue und das finde ich total toll. Und deswegen freue ich mich über jeden eurer Kommentare. Und meistens ist es ja entweder was ganz Liebes, wo ich fast Pipi in den Augen. Ja. Wo ich fast hier Pipi in den Augen kriege, weil es so süß ist. Und oder aber, es ist was. Informa. Jetzt habe ich es gesehen.
Hab's gesehen, wie ein Meteorit heruntergegangen ist. Kann ich das einsammeln? Oh, gab Erfahrungspunkte ohne Ende. Kann das sein? Ist das alles? Ah, das war dann eher so eine Sternschnuppe, oder? Weil das war ja irgendwie... Also so richtig Peng-Bumm hat es eigentlich nicht gemacht. Thank you for the Sternschnuppe. I am glad to announce that I am very grateful. Oh, und ich habe sogar mal das Bett richtig gefunden, ja. Endlich, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das habe ich mir nämlich gewünscht. Dass ich einmal das Bett finde. Ja, jetzt ist der Wunsch ja in Erfüllung gegangen, jetzt kann ich ihn ja ausplaudern, ne? Oder wird das jetzt gerecht, indem ich irgendwie richtig fett in den Arsch getreten werde von irgendwelchen Monstern? Ich weiß es nicht. Aber der Zombie brennt schon. Brenne. Ja. Nein, ich bin nicht verrückt. Das ist, das war ein Original-Minecraft-Sound. Das war gar nicht ich. Deswegen, ich bin ganz normal. ja. Nein, alles ist wie immer. Manchmal geht irgendwie so ein bisschen das Niveau mit mir durch. Also, das Niveau ist dann weg praktisch, wenn ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Frei nach dem Motto, Niveau ist keine Handcreme. So. Nein, da wollte ich da gar... Obwohl, lass mal einfach da stehen, weil eventuell muss ich ja nach vorne auch noch verlängern, um... Ach, ich weiß es nicht mal, wie weit ich das noch bauen will, ey. Ich werde es mal irgendwann angucken und sagen, jo, ist es gut oder nee, da muss noch viel mehr her. Das ist echt katastrophal. Vielleicht liegt es auch daran, dass es keiner mehr gucken will, weil ich hier so lange rumeiere. Sollte ich solche Sachen in Zukunft vielleicht lieber offscreen machen? Sagt es mir. Ich weiß es doch nicht. Ich bin noch unwissend. Und nach so vielen Videos habe ich immer noch keinen Plan. Das zeichnet mich, glaube ich, aus. Bei Shadow of Mordor wollte man mir ja schon einen Orden verleihen für meine vielen Fails. Das habe ich eigentlich nicht nur bei dem Spiel verdient. Das wäre hier auch angebracht. So. Eigentlich wollte ich das Holz gar nicht, das habe ich jetzt nur gemacht, um den hässlichen Baum da wegzukriegen. Aber wenn ich jetzt schon dabei bin, dann sammle ich natürlich alles ein, man will ja nichts verschwenden. Ja, jetzt sollte ich dann nur natürlich irgendwie wieder hochkommen. So. 1A. Inventar zugerotzt mit Holz. Klasse. Und es fehlen zwei Blöcke. Nein. Skelett. Was willst du tun? Schwingst es am Mikrofon. Bäm. Ach ja, Pfeil und Bogen und man wird dich loben. Glaube ich. So, Rohstoffe. Ja, ich muss das Zeug loswerden. Das ist so, Holz. Wie geht? So, da kommen noch Steinchen rein und das Eisen kommt, glaube ich, gleich in den Ofen. Was? Starpiece, das habe ich eingesammelt. Oh, cool. Jetzt sollte man natürlich nur noch wissen, was man damit anstellt. Ich werde mich natürlich informieren, aber wenn ihr noch andere Tipps habt, dann nur her damit. Gebt mir all eure Tipps. So, ne, Emerald hat man, glaube ich, bei magisch. Das kommt dann logischerweise auch zu magisch, weil es ja doch irgendwie magisch ist. Macht Sinn, ne? Das Leder packen wir hier rein. So. Was haben wir hier? Fressalien, also sprich Apfel. Und sonst nichts mehr. Alles klar. Da habe ich es wieder verbuddelt, den Faden reinzuhauen. Nix Leiter, Faden. Junge. Und da produzieren wir mal nebenbei so ein bisschen Leder.
So, wo ist meine Magietruhe nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ernte, Ausrüstung, Ernte, Ausrüstung. Nein. Nicht wirklich. Fressalen, das Fleisch packen wir erstmal da rein. Ich kann es noch kochen, ich weiß, aber nein. Jetzt nicht. Jo, das da rein und das da rein. Ordnen und was machen wir noch? Ach, Scheiße. Habe ich die Knochen eigentlich? Ja, die Knochen habe ich auch hier. Leichte Überforderung, aber nur leichte. So, Rohstoffe 2. Ja, komm, pack mal die Wolle auch noch rein. Wolle Petri wird sich freuen, wie gesagt. Und die Kohle hauen wir gleich da oben drauf. Dann ist sie aufgehoben. So, Le Tür machen wir zu. Und was machen wir denn jetzt? Ja, Erde besorgen, würde ich sagen, weil hier will ich eventuell noch die Kante auffüllen. Beziehungsweise ich könnte das ja dann so ein bisschen abstufen, damit das wieder einigermaßen, naja, natürlich aussieht. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Mich stören jedenfalls die Bäume hier. Also wird es hier ein bisschen gerodet. So, nicht zu verwechseln mit ausgerottet. Das ist was anderes. Das mache ich schon mit den Kühen, mit den Creepern, mit den Skeletten und trotzdem kommen immer wieder 10 Millionen nach. Minimum. Ohne zu übertreiben. Fast wie die Orks bei Shadow of Mordor. Oder die Uruks. Ich weiß nicht, für mich sind das alles Orks. Grün, dumm, hässlich, stinkend und ja, etwas blutrünstig. So wie ich, nur ohne das hässlich und das stinkend. Bisschen blutrünstig bin ich ja auch. Ich habe da wohl mal den Spruch losgelassen. Das Spiel ist so blutrünstig. Das gefällt mir. Gott, ist das geil. So in der Art. Da wurde dann etwas an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt. Ich kann mir nicht erklären, warum. Tut ihr das etwa? Wirklich so verrückt? Echt jetzt? Ach komm! Ich rede normal, ich spiele normal, ich bin normal. Hallo! Okay, nee, bin ich nicht. Sorry. Normal geht anders. Wie immer, nicht zu verwechseln mit Thomas Anders. Der Gag ist langsam so ausgelutscht, den habe ja ich schon 100 Millionen Mal gebracht. Ich bringe ihn trotzdem wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und dann nochmal. Ja, jetzt haben wir hier wieder so einen Baum, der hier so. Ja. Weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber wenn ich hier einen abschabe oder abgrabe, abtrage ist das Wort, dann gehen da immer ein paar mit weg. Ich will natürlich jetzt das Ding vollends wegkriegen. Ja, doch nicht mit dem Bogen, Mann. So dumm oder was? Ach nein. Fu, 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 fu. So. Ja, bei mir wird sogar das Bäume fällen zur Herausforderung. Ich sag's euch. Achso, und ich habe ja irgendwann mal gefragt oder mich gewundert, warum das mit diesen Tastenbelegungen nicht funktioniert, die man ändern kann. Tja. Katja hat's gesagt, bei Hexe geht's nicht. Yay. Wäre sehr von Vorteil, wenn ich ehrlich bin, aber gut, kann man nichts machen. Ich habe mich damit abgefunden, dass man bei Hexe eben doch nicht alles machen kann. Dafür anderes Zeug, was es im Original Minecraft nicht gibt. Wer hätte das gedacht? Und trotzdem, da habe ich der Bevorius schon so ein bisschen ausgelacht, dass ich eigentlich irgendwie mit dem, was ich gerade so mache, eigentlich gerade so gut hätte Vanilla Minecraft spielen können. Niemals! Ich will ja reinfinden. Und ist mir egal, mit welcher Mod ich das mache oder mit welchem. Wobei die Reihenfindungsphase natürlich in gewissen Punkten eh längst abgeschlossen ist. Muss ja mal so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe.
Es ist nur noch bedingt keine Ahnung haben bei mir. So. Ich glaube, es wird gleich dunkel. Mal gucken, ob man da jetzt schon schlafen kann. Ich brauche wieder eine Sternschnuppe, dann finde ich den Eingang auch wieder. Du kannst nur nachts schlafen. Oh, scheiße. So, Ernte, Scheißdreck. Erstmal aufräumen. Voilà. Irgendwann klappt das dann auch mal. Glaube ich zumindest. So, jetzt habe ich, glaube ich, effektiv von dem, was ich mir vorgenommen habe, wieder nichts getan. Ihhh. Guckt euch das mal an, ey. Das ist hässlich. Macht es weg. Ich will das nicht. Autsch. Ja, dann werden wir uns nochmal irgendwo Erde holen, wo es nicht auffällt. Hier. Alles meins, 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 meins. Wie so ein Mähdrescher gehe ich da durch. Also, ich finde ja allein das ist schon spaßig, ne? Das sieht. Ich weiß es nicht. Das ist einfach ein lustiges. Einfach lustig. Ein lustiges Gefühl. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Wenn man hier einfach durch die Welt fliegen kann und alles kaputt machen kann. Wie ich es schon mal gesagt habe, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Dazu gehört auch, ich reiß ab, was mir gefällt, oder beziehungsweise was mir nicht mehr gefällt. Oder was mir zwar gefallen würde, aber an einer anderen Stelle viel besser aussehen würde. Jetzt wird's kompliziert, hä? So, hier grabt man nochmal einmal die Ebene ab. Warum? Weil ich's kann. Simply because I can. Ich rede übrigens absichtlich in so einem schlechten Englisch manchmal, weil ich es einfach lustig finde. Ich habe euch das ja schon mal demonstriert, dass ich des Englischen durchaus mächtig bin. Ich glaube, bei Ethan Carter habe ich festgestellt, dass ich eigentlich, wenn ich Englisch lese, weniger Versprecher drin habe, als wenn ich Deutsch lese. Faszinierend, oder? Vielleicht, wenn man sich da mehr konzentriert, ich weiß es nicht. Ich hatte übrigens heute wieder zwei Kunden da. Ich glaube, es waren Araber oder sowas. Die haben sich erstmal entschuldigt. Entschuldigt dafür, dass sie, wie sie sagten, in meinem Land wohnen. Ja, ich wusste nicht, dass das mein Land ist, okay. Und meine Sprache nicht sprechen. Ist das nicht süß? Also, ich glaube, es gibt genug Leute, die sich da überhaupt keine Gedanken machen. Und er sagt mir, ja, ich bin ja erst seit einem Monat hier. Es tut mir leid, aber ich lerne bereits Deutsch. Und zur Verabschiedung hat er dann guten Abend gesagt. Das fand ich so cool. Sehr sympathischer Mann. Auf jeden Fall. Schon lustig, für was sich die Leute heutzutage alles entschuldigen. Also richtig feine Leute waren das. Das waren jetzt keine. Also ich denke mal, von der Kleidung her waren es keine Scheichs oder so. Also jetzt nicht die übermäßig reichen, sondern. Ganz normale Leute eben. Es ist ja nicht so, dass in Saudi-Arabien oder wo auch immer sie jetzt herkam, ich habe es wirklich nur mutmaßen können anhand des Aussehens und des Dialekts. Vielleicht waren es auch Algerier oder so, das könnte auch noch sein. Da bin ich echt nicht gut. Also was das Aussehen angeht, zu differenzieren, wo jemand herkommt. Das ist aber auch manchmal heutzutage nicht mehr so einfach. Aber die waren echt cool drauf, also da kann man echt nichts sagen. Völlig putzig. Sorry for my bad German. I live in your country and I don't know your language. That's really, really embarrassing. Und naja, so ungefähr hat er es gesagt. Und ja, ich muss sagen, das ist echt knuffig. Weil ich finde das überhaupt nicht schlimm. Von daher, ja, habe ich denen das so mitgeteilt. Ich glaube, die waren dann glücklich. So, wir brauchen nee, Schaufeln brauchen wir. Jetzt habe ich tatsächlich alle gekillt. Gratulation. Herzlichen Glühstrumpf. So. Voilà. Le Stock. Into the Truhe rein.
So. Alles klar. Ja, jetzt werde ich die Folge aber erstmal beenden, nachdem ich dann wieder mal das Schlafzimmer gefunden habe oder eben auch nicht. Ich habe den Timer viel zu spät gestartet. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge schon läuft, aber ich schätze mal, jetzt ist genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, Kommentare zu dem folgenden Thema, wenn ihr es nicht in der letzten Folge schon getan habt, natürlich. Und ansonsten, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.